Hallo ihr Lieben, ich bin Cassandra und ich zeige euch heute, wie ihr einen super schönen herbstlichen Blättervorhang ganz leicht selber machen könnt. Alles, was wir dafür brauchen, sind Blätter, ein Ast, Schnur, eine Schere und ein Buch. Ich empfehle euch, dass ihr die Blätter einen Tag vorher im Wald sammelt, dann könnt ihr sie nämlich über Nacht trocknen. Das mache ich immer so, ich falte ein DIN A4 Blatt, lege das Blatt hinein und lege das Ganze dann in ein Buch. Als erstes nehmen wir uns unseren Ast und schneiden uns ein Stück Schnur ab, das ein kleines bisschen länger ist als der Ast, damit wir den Ast später so auch an der Wand aufhängen können. Danach befestigen wir die Schnur an einem Ende vom Ast und am anderen Ende. So sieht das dann aus und wir können den Ast später aufhängen. Jetzt fangen wir an mit den Blättern. Da suchen wir uns welche aus und die hängen wir zusammen an der Schnur auf. Dafür einfach ein Stück Schnur abschneiden und die Blätter daran befestigen. Wenn ihr die Girlanden fertig gemacht habt, könnt ihr anfangen, sie am Ast zu befestigen. Und so sieht mein fertiger Blättervorhang aus. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Wenn ihr selbst auch irgendwelche Bastelideen habt, dann schreibt sie uns doch gern unten in die Kommentare.